Hallo, heute bin ich wieder einmal mit meiner aktuellen Kamera in der Region Monheim unterwegs. Zwei Tatorte sind dieses Mal ins Blickfeld meines Objektivs gerückt worden. Zum einen die Großbaustelle Neue Rheinpromenade, die wir in Höhe des Monheimer Schiffsanlegers vor dem bekannten Hotelrestaurant zum Vater Rhein und somit in der Nähe des umstrittenen künstlichen Geysers finden. Der Geysir, das 640.000 Euro Grab, liegt ja in unmittelbarer Nähe der alten Marienkapelle. Und zum anderen, den zweiten Tatort, finden wir in der schönen historischen Altstadt von Monheim. Seit einiger Zeit wiederholt Drehort für die Münster-Tatorte, die uns allen aus der ARD bekannt sind. Hier streife ich einmal kurz durch einen Teil der Monheimer Altstadt. Die Bilder werden Ihnen also vermutlich recht bekannt vorkommen. Ansonsten lasse ich meine Bilder unkommentiert auf Sie wirken. Viel Spaß wünsche ich Ihnen dabei.
weiter geht's. Wenn eine Stadt zu viel Geld hat, und das scheint in Monheim der Fall zu sein, dann gönnt sie sich diesen Luxus, einen künstlichen Geysir. Der hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Muss das sein? Ja, und hier wurden vorhin einige Szenen für den Münster-Tatort gedreht. Das Filmteam ist auch schon wieder weg. Ja, und hier kommt gerade Monheims größtes Verkehrshindernis, der autonome Bus. Wieder so eine Kampfmaschine, schrecklich. Hier geht's in Richtung Rhein, Ufer. Ich glaube, du bist ein ganz Lieber, ne? Hm? Ja. Das alte Rathaus von Monheim. Ja, genau. Im Herzen von Monheim ist noch ein Rathaus. Das sieht auch aus, als ob es was gibt. Ja, und hier wird ein Hund trainiert. Wie gesagt, hier überqueren wir am Ortsrand, also
Rande der Altstadt eine Straße und dann geht's weiter in Richtung Rheinufer. Jemand wohnt. So etwas finden wir in Monheim in der Altstadt. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Das ist eine der Kulissen der Tatortserie. Und das hat sich längst herumgesprochen. Wenn ihr ein Problem mit euren Füßen habt, dann macht es Sinn, diesen Tatort aufzusuchen. Wir werden diese Fußpflegestation mit schnellen Schritten wieder verlassen können. Schmerzfrei. Wo finden wir diesen Ort? Zu Füßen des Monheimer Schelmenturms.